denke ich auch. Ich dürfen wir bitten, dass wir die Fahrbahn im Bereich der Manöver der Kapellen bisschen mehr frei macht. Es zeichnet sich natürlich ein enormes Interesse ab, ist schon klar. Unter der Berücksichtigung des Platzbedarfs bei den einzelnen Manövern danke ich für Ihr Verständnis, dem Anmarsch Platz zu machen. Wir begrüßen den Musikverein Hohenkirchen mit Obmann Reinhard Lackner, Kapellmeister René Umerböck und Stabführer René Wieser. Zu den Klängen des Marsches Pöschels von Johann Billes. Einen herzlichen Begrüßungsapplaus für den Musikverein Hohenkirchen, der bereits die große Wende vorbereitet. Auf Zeichen des Stabführers, breite Formation. Und es wird bereits gewendet. Große Trommel signalisiert, Wende beendet und das Aufmarschieren Normalformation und das Einleiten einer weiteren Wendung durch den Stabführer René Wieser. Applaus für die bisherige Darbietung des Musikvereins Hohenkirchen. In Vorbereitung des Showprogramms wird nicht mehr gewendet. Zu den Klängen der lustigen Dorfschmiede von Julius Futschig beobachten wir die Ausformung des zur Musik gehörenden Mühlrades beziehungsweise zur Dorfschmiede gehört das Mühlrad, nicht zur Musik. Lustige Dorfschmiede und die Ausformung eines Mühlrades beobachten wir im Rahmen der Showvorführung des Musikvereins Hohenkirchen unter Stabführer René Wieser. Applaus für das Mühlrad. Geformt vom Musikverein Hohenkirchen.
Ja, eine derartige Formation gehört natürlich auch wieder quasi rückgebildet. Sie beobachten diesen Vorgang. Das Aufmarschieren zu einem Marschmusikblock. Zu den Klängen des Olympiademarsches von Jaroslav Lapski formt der Musikverein Hofnarrenkirchen wieder einen Marschblock. Und wir gratulieren recht herzlich und danken für diese Vorführung. Bitte, bitte freimachen für die Ausformung der Schwenkung. Des Gegenspiels erfolgt das exakte Halten und ein tausender Dankeschön und Gratulationsapplaus den Musikverein Hofnarrenkirchen.